So, hallo und willkommen zurück im nächsten Video von Fable 3. Wir kehren zurück nach Brightwall. Wir haben für Melissa das Ding da ausgebuddelt und wir haben den Gargoyle schon mal für die Zwergenmission gerade besorgt. Und da setzen wir jetzt weiter an. Also auf zurück nach Brightwall. Einmal gerade gucken, wo Melissa ist, dass wir da direkt den Kram abgeben können. Das war's nicht. Hier ist die Zwergenmission. Wo ist denn die gute Melissa? Ach ja, genau. Die war ja nicht im Kleinstgeschäft, sondern im hier, ne? Im Möbelgeschäft, genau. Gut. Dann geht's doch mal direkt dahin. Sehr geil, damit habe ich sie zum Beispiel schon mal als Freundin safe, kriege damit richtig gute Preise. Großartig. Ich dachte, es wäre auf ewig verloren. Danke, Freund. Glückwunsch, ihr habt Freundschaft geschlossen. Freunde sind nicht nur gute. So, jetzt habe ich sie als Freundin. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch mal ein bisschen vertiefen, die Freundschaft. Okay, wir müssen also ständig erst bei 9 wieder anfangen, immer wieder neu anklicken. Nee, doch nicht. Die Freundschaft pushen wir doch jetzt erstmal weiter auf. Für die guten Preise. Na, dass die das immer noch beeindruckt. Ein bisschen Rumgepfeife und ein bisschen Posen. Ja, einen Freund zu beeindrucken ist wesentlich schwieriger als jemanden zu beeindrucken, den man so gut wie kaum kennt. Zumindest bei Fable. MRL hoffe ich ja nur nicht, dass irgendjemand seine Freunde noch wirklich beeindrucken muss. Mit Freunden sollte man wissen, was man hat. Auch so. Ich denke mal, da wird mir auch jeder zustimmen.
Okay, da geht das Interesse auch schon wieder runter. Dann lass. Ups. Alter. Guckst du nur so traurig? So, hier, werd mal ein bisschen glücklich. So, dann die 25 sichern wir uns doch auf jeden Fall. Wir kümmern uns gerade mal um die Zwerge. Wo waren das denn? Hier noch nicht, ne? Wir mussten hier hoch, das ging ja nicht. Also einmal drumherum. Erst noch eine. Ah, da braucht man selber einen Schlüssel. Oder in dem Fall 10. Gut, können wir vergessen, können wir noch nicht. Ach Mensch, kann der nicht durch die Hecke durch? Kann sie nicht durch die Hecke? Das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich komme ich mal wieder in deinen Laden, nur war ich bisher noch nicht da. Warum sollte ich also wiederkommen, wenn ich bisher noch nicht da war? So, wir starten die Zwergenquest. Einmal richtig durch. Zack, und jetzt wird's böse und gemein. Überall ungehinderte Sicht auf den Gargoyle hat. Gut, seht den Gargoyle an, steht gerade, holt tief Luft und sagt mit nachdrücklicher Stimme: Oh. Gargolus Multipolus. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Rotzfrechen Widerlinge, ihr. Verletzte sollte man niemals bewegen. Geh nie ohne Mütze aus dem Haus. Seht beim Überqueren immer nach beiden Seiten. Und jeden Morgen immer ausgiebig frühstücken. Oh, das ist der beste Ja, Tag noch. meines Lebens. Wenn ich Noch. das meiner Familie erzähle. Oh, ach nein, ich rede nicht mehr mit Ihnen. Ach, egal. Das ist wahnsinnig überwältigend. Ja, Mr. Zipfelmütze. Das ist sicherlich wahnsinnig überwältigend. Und es geht dir gut. Halala. So, nee, Moment. Hier haben wir doch gleich noch was gehabt. Ihr, werte Dame, Ah, das Theaterstück. Genau. Da müssen wir auch noch ein bisschen Theater spielen. Die Locke, aber natürlich machen wir das. Ich glaube, wir müssen hier wieder. Ja, da ist schon der Weg. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, wir müssen hier wieder rein. Aber wir nehmen uns natürlich. Ups.
ihr bekommt ein Stück nicht. Klar, es ist ein bisschen schlimmer als es ist. Drama und Komödie zu verschmelzen. Ich muss bekloppt gewesen sein. So, du junger Paule, dann sag mal, was du da hast. Philip Marleys gefangen genommen. Wir sind beide seine Gefangenen. Ich bin Ransom Locke, falls sich das bekannt anhört. Ich war früher ein berühmter Detektiv. Und doch bin ich jetzt hier, bereit den Rest meines Lebens in... Ja, hat dir das ja voll was gebracht, deine Berühmtheit. Wenn ich mich recht erinnere, sind wir gerade in einer Szene einer von Marleys bekanntesten Romanzen, die... Na gut. Dann lass mich mal in mein Kostüm. Das ist ja immer ein Prinzessin-Kostüm. Da krieg ich's ja jetzt wieder. Wenn ich mich nicht täusche, geht es los, wenn ihr das Kostüm anzieht. Tada! So, mal gucken, spielen wir das Spielchen mit oder spielen wir es nicht mit? Oh, Ethel, meine Liebe, mein Leben, meine Sonne, gebt mir nur ein Zeichen oder eine Geste, die von eurer Liebe zeugt. Dann erst wäre mein graues Leben endlich erträglich. Ah ja, ein wichtiger Moment des Stücks. Ihr seid Ethel, schöne junge Tochter des Misthändlers. Beweist Oliver eure Liebe, dann würden wir die Szene vielleicht verlassen. Das wäre jetzt eigentlich die Alternative, ne? Anzufangen, böse zu werden. Ja, komm, scheiß drauf. Wir spielen das Spiel nochmal einen Moment mit. Aber das wäre der passende Moment. Wir haben ja, glaube ich, noch drei Stücke vor uns. Wir treffen uns schon morgen wieder, mein kleines Pettchen, um gemeinsam auf ewig unbändige Freude zu spüren. Eine herrliche Darbietung. Ich bin hin. Okay, nächstes Kostüm. Das Hühnchenkostüm, genau, da war ja was. Und das muss euer Kostüm sein. Die Rolle des Narren ist von tragischer Tiefe erfüllt und erfordert eine meisterhafte Darstellung. Es ist so viele Jahre her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Und trotzdem ist es noch so gut in Erinnerung, dass es einfach... Geil, da kann man sehen, wie einprägsam so manche Spiele sind. Was für eine Frechheit! Runter von meinem Thron, ihr impertinente Person! Tretet vor euren König und erfüllt eure Pflicht! Dies sind sorgenvolle Zeiten für den Hof und meine Krone. Bringt mich zum Lachen oder euer Kopf ist mein! Gucci, Gucci, Gu. Na komm, nun lach doch. Hat doch geklappt, geht doch. Halt, das ist zu komisch. Ich bin jetzt in der richtigen Laune, um mich mit den Abgesandten zu treffen. Ich werde nur die Hälfte von ihnen köpfen. Habe nie eine bessere Darbietung gesehen, es besteht noch. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir das Ding ja auch noch machen. Ich glaube, hier ist jetzt dieser Kampf. Ich glaube, hier ist die entscheidende Schlacht jetzt gleich. Das Banditenkostüm haben wir doch schon an.
Ja, dann mal los. Zack, zack. So, dann mal los. Dann mal to. Also, ich wollte gerade sagen, verbuggt. So, das Kostüm haben wir an, was wir ja sowieso schon hatten. Und dann schlachten wir hier mal gerade alles ab, was da ist. Das ist ja jetzt unsere Aufgabe gleich. Jo, dann machen wir das doch mal. Wir versuchen so echt es geht zu sterben, wenn wir denn könnten, wollten, dürften, wie auch immer. Und bevor wir das so echt wie möglich versuchen, versuchen wir doch erstmal so lange wie möglich zu überleben. Wow, das war nice. Ein geiler Genickbruch. Voll cool. Huch. Richtung. Chaka. Und ihr seid am Leben. Das war euer letzter schwebiger Atem. Na, mein Freund, hast du das jemals verzweifelt? Okay. Okay. Ja, ihr habt doch sowieso nur Streit damit. Welch ein Glück! Habt ihr zufällig auch? Jetzt ist keine Zeit für Zufälle. Lambert, das Stück, habt ihr es? Gerettet! Lambert! Oh, die Freude in meinem Busen ist grenzenlos. Hab Dank! Millionenfach Dank! Er hat Busen gesagt. Es funktioniert. Drama und Komödie reichen sich die Hand. Hört! Werde Zeugen der Tragödie des Menschen. Oh, es verbrennt meine Sinne, das Paradies zu sehen und doch verbannt zu sein. Das erinnert mich an einen guten Witz. Eine Wache, ein Mönch und ein Huhn kommen in eine Bar. Leider hatte der Wirt gerade einen Herzanfall, deshalb wird keiner von ihnen bedient. Und doch, welchen Zweck hat das Leid, wenn das dunkle Linnen, das der Tod ist, sich sanft auf unsere noch
schwebenden Körper geben. Das erinnert mich an noch einen Witz. Eine Leiche kommt in eine Bar und fragt, könnte ich was essen? Sicher, sagt der Wirt. Ich empfehle euch den Leichenschmaus. So endet unser fröhlich-trauriges Spiel und erinnert uns, dass unser aller Ursprung nur Leben ist. Hört die Worte des Narren. Enorme, große Riesenbusen. Mhm. Was war das denn bitte? Wirklich der größte Mist aller Zeiten. Ohne Sinn und Verstand. Wirklich furchtbares Stück. Oh ja, das war's. Ein wirklich extrem beschissenes Stück. Das sollte ausreichen, um das Dörfchen zu überzeugen, den Vagabunden zu helfen. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt und das ist das, worum es hier ging. So, das heißt, wir werden hier jetzt weiter ansetzen auf der Siegestraße. Nächsten Video. Danke, dass ihr mit dabei wart. Das ist super mit eurer Unterstützung. Würde mich wieder wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, einen Daumen nach oben. Wenn ihr einen Follow da lassen würdet oder am besten noch ein Abo. Ansonsten würde es mich genauso freuen, wenn ihr einfach im nächsten Video wieder mit dabei seid. Wäre einfach klasse. Und bis dahin. Ciao.